Bitte gebe nun den Gesamtpreis über das Numpad ein. Nee, möchte ich aber nicht. Und damit. Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Wie versprochen, geht's jetzt in den Steinbruch nach Kirkenes. Dazu hängen wir wieder unseren Community-Trailer hinten dran. Für die Leute, die ihn nicht kennen, Best Community. Aber Abfahrtskontrolle müssen wir trotzdem machen. Blinker links. Blinker rechts. Warnblinker. Ja, ist okay. Sehr schön. Damit würde ich sagen, auf geht's. Ich weiß nicht, warum er gerade gemeckert hat. Wegen dem Tanken. Er hat aber trotzdem ganz normal abgerechnet. Um jetzt schnell zum Steinbruch zu kommen, werden wir jetzt auch ausnahmsweise mal 110 fahren. Ah, es passt. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie viel jetzt gerade im Steinbruch los ist. Ich hätte natürlich auch nachgucken können. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, für die Strecke brauche ich jetzt auch kein Navi. Ich fahre ja auch ohne Fracht. Gleich Uzuki rechts die Abkürzung fahren. Und dann geht es quasi schon fast in den Steinbruch. Da oben dürfte gleich auch schon Uzuki kommen. Da oben ist nämlich Uzuki. Mal gucken, ob wir die anderen beiden Kollegen noch treffen, die wir in der letzten Folge ja hier getroffen haben in Ivalo. Schauen wir mal. Sehr schön.
Getankt haben wir jetzt hier in Ivalo. Und ich denke mal, von den Kilometern her passt es. Ein Stückchen Wasser. Ist ganz gut. Damit sind wir in Norwegen. So, jetzt kommt da wieder gleich diese komische Kurve. So, ihr könnt es nämlich gleich sehen. Also ich weiß nicht, wer hier geplant hat. Aber okay. Können wir nicht ändern, ist jetzt so, passt aber. Ich glaube, das ist hier die Ruhe vor dem Sturm. Übrigens, da rechts das Nordlicht. Was sie versucht haben zu imitieren. So, die letzten paar Kurven.
Ach ja. Ich versuche gerade noch mal die Ruhe zu genießen, weil ich denke mal, es ist jetzt der 15.02. 20 nach 12. Und ich kann echt nicht einschätzen, wie viel da an so einem Mittwoch los ist. Kann viel sein, kann wenig sein. Schauen wir einfach mal. Also eine Stunde brauchen wir auf jeden Fall rauf und runter. Egal wie voll es ist. Plus 10 Minuten von Ivalo nach Kirkenes. Und dann entscheide ich kurzfristig, ob wir nachher die Folge am Flugplatz beenden. Oder nicht. So, und damit würde ich sagen, viel Spaß jetzt mit Kirkenes. So, mein Rechner muss einmal kurz den Lüfter ein bisschen höher stellen, deswegen kann es jetzt noch mal ein bisschen ruckeln. Weil wenn ich Kirkenes fahre, geht der immer auf fast 100%. Aber ihr seht's ja, jetzt hat er sich wieder gefangen. Passt. Hallo Sachsenkrieger, hallo Wolf, da seid ihr wieder. Hallo, hallo. Ja, alles, was da unten drin steht, kann ich natürlich nicht lesen. Also hier ist eigentlich noch ganz entspannt. Ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich hier länger gestanden habe. Ja, das ist auch neu. Da haben sie uns jetzt einen Stein in den Weg gelegt. Manchmal, wenn das so ruckelt, kann es einfach von den Servern sein, dass die Server überlastet sind. Oh, hinter mir wieder ein Kollege mit Lok. Und da sehe ich schon wieder ganz viele blaue Punkte. Also dauert es heute wieder ein bisschen länger. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja Zeit und jetzt genug Speicherplatz.
Und keine Ahnung, was der Kollege da vorne versucht. Das heißt, Bremse rein und warten. Ja, ich lasse den Kollegen vor mir mal ein bisschen Platz, falls er zurücksetzen muss. Ich weiß nicht, warum man hier immer hupen muss. Aber okay. Oh, ist der Kollege mit der Lok nicht rumgekommen? Ich weiß nicht, warum man die Dauerhorning machen muss, aber okay. So, er fährt einfach knallhart in die Kurve rein und blockiert damit den anderen. Also. Deswegen warte ich einmal kurz, dass der Kollege fahren kann. Da hat einmal Spaß mit den Horn, also. Wenn man keine Zeit hat, sollte man nicht in den Steinbruch fahren. Ja, Aufliegerschaden ist okay.
Also hier an die 231 solltest du das sehen. Bring demnächst Zeit mit. Okay, was ist hier passiert? Habt ihr das gerade gesehen? Der wollte tatsächlich überholen hier. Aber ich hab's ja auch auf Video. Und die Admins werden es wahrscheinlich für mich entscheiden. Weil da oben ist nämlich jetzt die Kurve dicht. Und ja. Ich werde ganz sicherlich jetzt nicht hinterherfahren. Wenn ihr jetzt guckt, in der Mitte sind drei Punkte. Genau, die haben jetzt alle Stress. Ein Video RQ. Was für ein Englisch, aber okay. Ja, jetzt ist nämlich da oben frei. Können wir hier rum. Ich mache mir jetzt auch da keinen Stress, also ganz ehrlich. Da tue ich mir nicht an.
Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass sie die hinten die Kurve dicht gemacht haben. Wenn die so einen Stress hier haben, warum fahren die dann Kirkenes? Ich frag mich das jedes Mal. Überholt wird hier nicht. Aber spätestens hier unten stehen wir dann eh im Stau. Ja, Kollege. Du hast jetzt echt versucht, hinter mir zu überholen? Und ist dann einen Berg runtergerollt. Ihr habt es auch kurz gesehen. Oben im Seitenspiegel rechts habt ihr das kurz gesehen. Also, ihr habt auch kurz das Ruckeln gesehen. Von meinem LKW, also. Ja, wenn man keine Zeit hat. Aua. Ich habe ja nichts Verbotenes gemacht. Okay, ich hätte auf meiner Spur sein müssen, aber.
Ja, ein bisschen was los ist schon, also. Ja, ein bisschen kritisch hier immer, dass man feststecken bleibt. Okay. Hat funktioniert. Sehr schön. Gut, ihr kennt mein Spielchen. Ja, und dann geht's wieder raus.
Immer diese Huperei. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen doof. So, einmal stehen bleiben und dann mal beobachten, was jetzt hier passiert. Ja, ich will die eigentlich vorbeilassen. Aber das Problem ist, ihr seht's hier auf der Minimap. Da hat sich auf jeden Fall ein Rückstau gebildet.
Und wenn ich jetzt um die Kurve fahre, mache ich sicherlich die Straße zu. Deswegen bleibe ich hier stehen. Sollen die anderen mich jetzt von hinten überholen, ist das deren Sache. Weil ich gehe mal davon aus, ihr kennt ja unten den Zaun, dass es da gerade hakt. Kurze Info, CB9, Staudamm ist dicht. Ich lasse den Platz, aber keiner will fahren. Hallo Ostharz. Hätte ich gewusst, dass sie reinfahrt oder rausfahrt, hätte ich gewartet. Ja. Okay. Oh, ganz ehrlich. Oh. Jetzt ist es mir auch egal. Gut, ich bin schon mal mit rumgezogen. Vorhin beim Reinfahren keine Ahnung, was die 141 hier vorhat, aber okay. Jetzt haben wir rechts LKWs, links LKWs, überall LKWs. Also sind zwar nur 40 Leute, aber die 40 Leute reichen aus, um mir einen Stau zu verursachen. Partnerspedition Ostharz Logistik.
Hab dich gerade hinter mir gesehen, der will schon wieder überholen. So, ab hier wird gleich der LKW wieder vernünftig beschleunigen. Und dann denke ich mal, passt es. Spätestens da unten an den Serpentinen. So wie ich das schon sehe, stehen wir eh gleich alle wieder. So, ab hier kann er mich eh nicht mehr überholen. Weil hier alles voll ist. Mal gucken, ob der gleich F7 drückt hinter mir, der Kollege. Ich stehe natürlich jetzt auch doof in der Kurve. Weil ihr seht ja, der hat was Großes hinten dran. Und ich weiß nicht, zurücksetzen geht eh nicht mehr.
Oh, ich habe gedacht, ich müsste schon F1 drücken. Aber es scheint zu passen. Ich glaube, ich stehe weit genug in der Kurve. Haben sie auf jeden Fall hinten genug Platz. Läuft doch jetzt. Nee, ganz sicherlich nicht. Warte, das ist zwar nicht die elegante Art, aber passt. Jetzt sind wir auch schon fast raus aus dem Steinbruch. Heute wieder ein bisschen was erlebt. Okay.
Das war aber knapp. Aber okay. Hatte ich doch recht mit der guten Stunde. Schön. Immer für die Kamera lächeln. So, ich würde mich so langsam bei euch verabschieden. Ich werde den LKW mit dem Anhänger gleich nach Ivalo fahren. Aber ihr kennt die Strecke ja. Das sind nur knappe 10 Minuten. Deswegen werde ich gleich die Aufnahme beenden. Und ja, ich hoffe mal, ihr habt sie ein bisschen genossen. Die Schlaufe hier nehmen wir noch mal mit.
Ich glaube, die lassen wir alle noch mal fahren. Gut. Gut. Schön. Wintermod. Schön. Gut. Wenn man nicht fahren kann. Ah, herrlich. Er hat sich wenigstens entschuldigt. So, damit sind wir raus. Ciao mit V, Robin. Tschüss.